Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Citizen. Wir sind auf dem Weg zurück nach Microtech, denn wir hatten in der letzten Folge das ein oder andere eventuell vielleicht auch selbst verschuldete Problem mit eventuell ein paar Gegnern und auch einem kleinen Flugabsturz. Und jetzt habe ich mir mal dieses wunderschöne Aegis Eclipse Flugzeug, ich sage schon wieder Flugzeug, Raumschiff geschnappt, was ich finde sehr hübsch aussieht und sich irgendwie auch sehr schön fliegt. Es ist ein Bomber, gefällt mir aber tatsächlich irgendwie sehr gut, auch wenn ich jetzt mit einem Bomber aktuell noch nicht viel anfangen kann, aber später könnte sich ja das durchaus mal ändern. Aber so vom Design her. Erinnert halt ein bisschen an tatsächlich an ein kleines Flugzeug, an so einen Stealth-Bomber. Ist ja auch ein Stealth-Bomber, soweit ich weiß. Mir gefällt aber auch das Cockpit sehr schön. Weiß nicht, irgendwie. Hab mir das eben aus der Garage geholt. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Wahrscheinlich durch irgendein Event bekommen. Hab mir das, wie gesagt, rausgeholt und habe das gesehen. Dachte, oh, wie geil sieht das denn aus? Vor allem, wenn das parkt, dann klappt das auch die Außenteile der Flügel so hoch. Ist auch sehr cool. Dann könnt ihr, glaube ich, ganz gut erkennen, wo da hier an dem knickt, quasi hier. Sieht man ja so ein bisschen, das sind ja so zwei verschiedene Elemente, die da aufeinandertreffen. Und da klappt das die Flügel halt so hoch. Finde ich sehr cool. Ein sehr schönes Raumschiff. Gefällt mir tatsächlich sehr. Naja, egal, wie dem auch sei. Ich habe jetzt mal wieder ein bisschen riskanten Weg mir überlegt. Ich habe absolut nichts dabei. Aber wir fliegen jetzt nach Ghost. Wie heißt der Bums? Den Namen schon wieder vergessen. Irgendwas mit Ghost. Wohin sind wir unterwegs? Ghost Hollow. Genau. Dort, wo wir jetzt schon zwei Raumschiffe stehen haben, ein zerstörtes und einmal unsere Crusader Terran Spirit, die noch heile ist, hoffentlich. Plus zwei Leichen von uns mit Equipment. Und wir haben immer noch einen Auftrag, den wir zu erfüllen haben. Naja, schauen wir mal, wie das jetzt läuft. Wie gesagt, ich hab nichts dabei, keine Waffe, kein irgendwas, aber da müssen ja unsere Leichen rumliegen. Bedeutet, ich loot mich einfach selbst und dann bring ich alle um. Im allerhöchsten Notfall sitzen wir ja hier in einem Bomber. Dann werfe ich halt eine Bombe dahin. Keine Ahnung. Ich weiß zwar nicht, wie man das macht, aber das werden wir dann schnell herausfinden. Dann schwebe ich einfach direkt oben drüber und lasse einfach die Bombe fallen. Einfach so von oben. Ich bin ja mal gespannt, wie groß die Explosion dann wäre. Moment, wir müssen erstmal uns das hier angucken. Was haben wir denn für eine Bombe dabei? Nö. Leistung, Schilde, Zielstatus, Schilde, Teile. Okay, nö. System, Waffen. Ah ja. Kanonen, Raketen. Drei. Sind mit Raketen Bombe gemeint? Wer weiß. Das Ding hat sogar vier Displays, ne? Auch interessant. Hat man richtig viel auf einmal im Überblick. Und hier noch ein Display. Fünf Displays. Neu da sitzt. Das wollte ich auch tatsächlich schon immer mal ausprobieren. Was passiert, wenn ich jetzt das Ding ziehe? Ich will es schon wissen irgendwie, aber ich lasse es mal lieber. Wir müssen erstmal gucken, dass wir diese. Das wird aber ganz schön knapp hier. Erstmal gucken, dass wir hier unsere Sachen wieder kriegen und die Mission hinbekommen. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich vor Ort wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Angespielt und zwar heute mit Dice Unfold. Einem kleinen Roguelike Würfelspiel, würde ich es jetzt mal
benennen, aber ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange, wir schauen es uns einfach an. Wir gehen direkt rein in ein neues Spiel. Macht einen sehr interessanten Eindruck, ist mal was anderes, oder beziehungsweise ich kenne zumindest kein Spiel, das jetzt genau so ist. Klar ist ein Roguelike und so, das kennt man alles, aber das mit den Wörtern. So, wir sind mal wieder vor Ort. Allerdings ist es schon wieder ganz schön dunkel hier. Plus ist es dunkel. Das reicht mir eigentlich schon. Wir waren aber irgendwo. Klappt ihr das Ding schon aus? Kannst du mal. Warum will er die Landedinger nicht ausfahren? Irgendwo hier müssen wir auch abgestürzt sein, ne? War das da? Könnte sein. Ein bisschen irritiert, warum er die Dinger nicht ausklappen will, also die, warum er das Landefahrwerk nicht ausfährt. Bitte nicht schon wieder verbuggtes Flugzeug. Ah, jetzt. Okay, nevermind. Gut. So, lass uns mal überlegen. Ich will jetzt mal ganz kurz hier mein Flugzeug absuchen. Ah ja, da sind die Schrottteile. Okay, hier müsste irgendwo auch unsere Leiche vermutlich liegen. Die könnten wir eigentlich schon mal looten. Die Frage ist, bin ich hier... Oh, hier ist ein großer Platz. Warum bin ich denn nicht da gelandet? Holy shit. Wäre doch viel besser gewesen, hier zu landen. Ich bin in der letzten Folge da irgendwo zwischen diesen Bäumen gelandet. Kriegen wir das hier drauf gelandet oder explodieren wir hier auch wieder? Als wir jetzt wieder explodieren, raste ich aus, ich sag's euch. Hier wird ja aber eine kleine Landung möglich sein, oder? Ein bisschen schräg hier, aber das wird schon. Na komm. Ja, einfach schnell aussteigen. Perfekt. Wenn das Ding jetzt abrutscht und sonst irgendwo hinfliegt, kann es uns ja egal sein. Okay. Das sorgt für Ablenkung. Meine Lampe? Sehr gut. Wir gehen jetzt erstmal da runter. Hauptsache, wir stürzen hier nirgendwo runter. Und Hauptsache, hier sind keine Feinde irgendwo. Und versuchen erstmal unsere Leiche da zu looten. Ich hatte nämlich ziemlich gute Ausrüstung dabei eigentlich. So. Okay, schauen wir doch mal, ob wir die hier irgendwo finden. Wo könnte die denn sein? Theoretisch im Cockpit, ne? Ach nicht, die ist jetzt nicht hier. Dann haben wir natürlich ein kleines Problem. Das Cockpit ist da. Können wir das einfach aufmachen hier? Ne, können wir nicht. Ach Gott. Können wir denn da jetzt rein? Vermutlich sitzt die da, was? Die Leiche? Können wir das irgendwie... Können wir das herausfinden? Oh. Oh, Gott, deswegen, hier liegt sie ja. Meine Fresse. So, warte mal, ich würde gerne mal das andere Inventar mir auf. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir hier eine Atmosphäre haben. Ich hoffe. Ich würde nämlich gern erstmal. Lass uns mal das dahin tun. Nee, wie kann ich das machen am besten? Kann ich das hier irgendwie ausziehen?
Habe ich mich schon mal irgendwann gefragt. Ich kann switchen. Kann ich das irgendwie tauschen? Hm. Na, egal, dann lass uns das so machen. Jetzt mal den Helm. Na, kann ich nicht, ne? Das regt mich ein bisschen auf. Wir könnten jetzt den Helm hier rein. Ne, können wir auch nicht. Groß, ne? Wir hätten einen Rucksack mitnehmen sollen oder so. Hier, warte mal, wir haben aber erstmal unsere Waffen hier. Sehr schön. Können wir den irgendwie tragen, eventuell? Oder wir können das eventuell über dieses Menü machen. Ne, über das Menü können wir das auch nicht machen. Nee. Mal abbrechen, kann ich den irgendwie tragen? Eigentlich gibt es doch immer so eine Möglichkeit, jemanden hier zu tragen, oder nicht? Aber irgendwie ist es ein bisschen verbuggt. Doch Körper ziehen. Moment. Körper ziehen. Na komm. Na komm. Ich weiß, dass du es willst. Ah, okay, wir kommen einfach später nochmal hier. Wir wissen ja, wo das Ding liegt. Oder? Würde den eigentlich gerne gleich mitnehmen. Beziehungsweise kann ich das Licht aus. Ich gerade nicht so. Kann ich das Ding irgendwie. Kann das wahrscheinlich nicht absetzen, weil hier keine Atmosphäre ist, oder? Ist hier eine Atmosphäre? Moment. Kann ich doch, glaube ich, irgendwo nachgucken. Hier, oder? 100% sicher. Atmosphäre ist sicher. Gut, eigentlich müsste ich dann noch den Helm auch ausziehen können. Wo ist das fucking Problem? Wo ist das fucking Problem? Klicken und ziehen, Kontextmenü. Kein Kontextmenü. Schnellbewegung. Nö. Geht nicht. Bin irritiert. Naja, scheiß drauf. Dann mach mal aus. Mal an. Warum leuchtet das jetzt so komisch? Was ist das denn jetzt für ein Bug? Mich verarschen. Jetzt erstmal zur Crusader. Mit der Taschenlampe läuft ja. Die ist useless. So, na egal. Wir haben ein gutes Gewehr am Start. Wir machen die jetzt einfach weg. Und dann looten wir unsere Leiche. Und dann haben wir den Dings. Und dann können wir die Leiche auch mit ins Schiff reinnehmen. So, wo waren denn hier Leute? Halt fucking dunkel hier. Hier gar nichts. Unsere Leiche müsste irgendwo da hinten sein. Vorausgesetzt, die ist jetzt überhaupt noch da.
natürlich so die nächste Frage. Die noch hier? Ah, da liegt sie. So. Was ist denn jetzt los? Durchsuchen. Meine Güte. War schon wieder ein bisschen am Rumbacken hier. Mich eigentlich verarschen? Komme ich so auf das Inventar? Ne. Ach, come on. Das Spiel will mir echt einen Strich durch die Rechnung machen. Was ist denn hier los heute? Jetzt. Will. Will immer noch nicht. Okay, wir machen mal, versuchen mal Körper zu ziehen. Okay, nein, auch nicht. Umdrehen. Mich suchen. Fucking hell! Und gleich kriegen wir wieder. Okay, fick dich doch. Alles klar, dann halt nicht. Wir gehen da hoch. Wäre ja noch wahnsinnig hier. Nein. Nein. Hallo, kannst du bitte. Oh Gott, ey. Warum ist jetzt die Leiter auch immer wieder runtergegangen? Hallo? Warum sind hier die Leute alle tot? Cool. Alle Inventare sind verbuggt. Ist ja ein Traum. Die Frage ist, wie kriege ich dann die Kiste mit? Okay. Ich möchte aber trotzdem gerne die Waffe eigentlich nehmen. Licht ist immer noch verbuggt. Das kommt irgendwo von links. Okay. So, kann ich das Paket wenigstens nehmen? Okay, das Paket nehmen geht. Ich sehe absolut gar nichts. Oh Gott. Warte mal, kann ich das jetzt irgendwie werfen? Problem ist, wir haben halt keinen Traktorstahl, weil wir unsere Leiche da unten nicht looten können. Das hier macht mich wahnsinnig. Ja. Ist jetzt ein bisschen ungünstig. Wenn wir da runterspringen, ohne zu sterben. Mal, wir müssen mal hier in die Außenansicht gehen. Okay, das ging. Ja, das ging auch. Ja, ein Traum. Warum ist hier verflucht noch mal keiner? Ja, wir bringen erstmal das Schiff, das Ding hier zurück. Dann schauen wir mal. Sehr, 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 sehr seltsam alles heute mal wieder. Aber interessant, dass alle tot sind. Scheinbar. Mindestens. Oder ich weiß nicht, ob die alle schlafen. Ich weiß nicht, ob hier sowas wie einen Tagesrhythmus gibt. Bezweifle ich irgendwie. Ich glaube nicht, dass die irgendwo im Bett liegen und pennen. Entweder hat die schon irgendwer anders umgebracht oder. I don't know. So. Gut. Dann haben wir das erste Kistchen gleich schon mal in Sicherheit gebracht.
Wäre natürlich wesentlich einfacher, wenn wir unseren Traktorstrahl hätten. Aber naja, gut. Man kann nicht alles haben. Scheinbar. So. Du kommst jetzt erstmal hier irgendwo hin. Platzieren. Bin gespannt. Aber ich habe das Gefühl, das wird nicht funktionieren. Okay. Alles klar, perfekt. So, Waffe raus. Wie sieht es mit dem Licht aus? Okay, kommt immer noch irgendwo von der Seite. Nicht gut. Ding wieder zumachen. Der ist sicher. Und dann kümmern wir uns um die nächsten Pakete. Ist echt keiner am Start, kann das sein? Ist mir eigentlich auch ganz recht, weil es ist fucking dunkel. Meine Taschenlampe geht auch nicht so richtig. Was ist hier los? Die sind alle tot. Cool wäre es, wenn ich jetzt die looten könnte, ne? Aber es geht einfach nicht. Warum nicht? Ich dann mal wieder ab. Kann auch nicht ziehen. Nope. Nö. Okay. Sieht aber tatsächlich ganz geil hier aus eigentlich. Hätte ich nur einen Traktorstrahl. Hat er hier vielleicht irgendwie einen, den ich mir schnappen könnte? Ich könnte gleich mal probieren, an unserer Leiche den irgendwie zu grabben. Warte mal. Müssen wir ein Stück hier wieder nach vorne. Versuch das mal. Vielleicht sehen wir den irgendwo hängen. Da ist er. Wenn ich den irgendwie greifen könnte. Dann wäre es halt nice. Nee, das wollte ich alles gar nicht. Oh! Nein! Wir haben es wieder zugemacht. Kurzzeitig drinnen. Oder ist es wieder von alleine Zugang? Ich weiß es nicht. Ja gut, ich gebe es auf. Es geht nicht. Aufträge. Gut, dann holen wir uns mal die restlichen Pakete. Bisschen blöd irgendwie, dass jetzt hier alle tot sind. Also auf der einen Seite blöd, auf der anderen Seite entspannt, aber eigentlich wollte ich mich schon gerne ein bisschen rächen hier in dem Bumsladen. Ich glaube, wir gehen erstmal da hoch. Müssen wir hier rein irgendwo, um da ranzukommen? Wahrscheinlich, ne? Da sind auch überall Leitern. Wo können wir denn da hoch? Da oben ist auch ein Eingang. Ziemlich cool hier eigentlich. Muss man ja tatsächlich mal sagen. Leider kann ich nichts looten, was das Ganze ein bisschen useless macht. Und eigentlich wäre es bestimmt auch eine ziemlich geile Mission gewesen. Wenn natürlich hier alle tot sind. Na, dann stehe ich es natürlich nur noch so halb so geil, weil man jetzt gar nichts mehr machen braucht. Komme ich hier vorne irgendwo rein? Wo hat er geschossen? Ich bin auf jeden Fall mega erschreckt. Keine Ahnung, von wo der geschossen hat. Dann leuchtet irgendwas. Vielleicht kommen wir hier irgendwo rein. Wir sind wahrscheinlich da irgendwo drinne. Ich bin nur zu dumm, den Eingang zu finden.
In der scheiß Eingang, um Himmels Willen. Okay. Entweder sind die jetzt neu gespawnt. Oder die da drin haben halt überlebt. Kommen wir nicht hoch. Licht, ne? Voll geil hier, die kleinen Tonnen. Ich wüsste trotzdem gern, wo ich hier reinkomme. Hä? Ja, oder was? Äußerst hilfreiche Taschenlampe, mit der ich gar nichts sehe. Nö. Aber liegt das an der Dunkelheit oder bin ich doof? Wir sind irgendwo da oben. Gott, ey, wo kommt er denn plötzlich her? Hier ist der Eingang oder was? Das sah vorhin aus, als ob hier eine Glasscheibe wäre. Ich dachte, das wäre das Cockpit, wo man nicht durchkommt. Okay. Den haben wir schon mal. Rechts und links kann man scheinbar nicht durch. Gut zu wissen. Oh, interessant. Okay, ich glaube, wir müssen die Leiter hoch. Wenn ich irgendeine Tür öffnen kann. Ein bisschen Angst, dass... bisschen Angst, dass wir sterben, wenn wir da hochgehen. Weil wir einfach mitten bei denen auftauchen. Okay. Ich finde es ziemlich geil hier drin. Gefällt mir. Irgendwo muss hier noch einer sein. Frage ist halt wo. Wo ist der Dude jetzt hin? Irgendwo hier oben muss ja sein eigentlich. Oder er ist auch runtergelaufen. Könnte natürlich auch sein. Okay, hier ist auch wer tot. Aha, es geht halt immer noch nicht. Oh, ist das eine Leiter? Oh ja. So, der ist auch down. Wenn noch irgendwo wer? Der Sound ist irgendwie total weird hier oben. Auch allgemein, seitdem wir in das Schiff gegangen ist. Das Sound irgendwie so, als ob wir im Weltall wären, aber wäre nicht dumpf und leise.
Ach, jetzt geht's auf einmal, oder was? Verarscht mich doch. Ihr verarscht mich doch. Der Kopf ist ziemlich cool. Warte mal, könnten wir jetzt eventuell... Na, geht das wieder nicht, ne? Was hat er hier? Irgendwelche Dinger. Ein Gürtel. Mit den anlegen? Ne, ach, das ist das ganze Ding. Na, wir nehmen das mal hier rein. Naja, vielleicht haben wir irgendwie noch eine Hoffnung, dass wir da doch noch an unser Kram kommen. Es ist jetzt ja eigentlich auch nicht wichtig, aber übrigens auch ein bisschen Angst, dass wir hier sterben. Oh Gott, ganz ruhig. So, ein Paket muss ja hier unten noch irgendwo sein. Ich glaube, wir gehen noch mal hier runter. Können wir hier reinspringen, ohne zu sterben? Wäre das eine Option oder ist das zu tief? Ein bisschen tief vielleicht, oder? Ah, ich glaube, wir lassen es lieber. So, warte mal, hier war irgendwo die Leiter, ne? Nee. Wo waren jetzt die Leiter? Bin ich irgendwo von hier gekommen? Oh, Achtung, Hilfe. Nee, von da hinten irgendwo. Hier muss irgendwo die Leiter gewesen sein. Ich glaube, der Mitch bekommt, weil ich 10 cm irgendwo runtergehüpft bin. Warte mal, hier ist die Leiter gewesen, oder? Hier war die Leiter auch nicht. Keine Ahnung, wir gehen jetzt einfach so hier runter. Wo war denn die Leiter? Manchmal muss ich auch an mir selbst zweifeln. Tatsächlich. Wird. Gut, dann gehen wir nochmal vorne rein. Den Jungen hat es aber auch ganz schön mitgenommen hier, würde ich sagen. Der, hat das, glaube ich, nicht so gut überlebt. Schönen Stahlträger durch die Brust gerammt bekommen. So, kann ich jetzt alle hier wieder looten oder war das eben nur Zufall? Ach, jetzt geht alles wieder. Na klar. Na sicher doch. Warum auch nicht? Gut, wir gehen nochmal da hoch. Schauen noch mal, wo das Paketchen ist. Ich wette, wenn ich nachher wieder an meiner eigenen Leiche bin, um den fucking Traktorstreiter zu looten, dann geht es wieder nicht. Warum rollt er sich hier eigentlich so komisch? So. Kann ich hier eigentlich noch was machen? Autorisieren. Geldauszahlung? Oha. Ups, das wollte ich nicht. Komisch. Naja, egal. Wir nehmen uns jetzt die Kiste. Hallo? Und dann gehen wir mal hier runter. Beziehungsweise, wo gehen wir am besten raus? Eigentlich egal, ne? Wir sollten die irgendwie hier hüpfen. Nein. Hat uns nur 15 Leben gekostet.
Mehr nicht. Wir sind so tief gefallen. Ich mache mir hier Sorgen, dass ich sterben könnte wegen Fallschaden. Naja, aber gut, dass wir es mal ausprobiert haben. So, es wird Zeit, dass wir jetzt diesen Traktorstrahl hier rankriegen. Ich werde wahnsinnig, wenn ich in so einer Geschwindigkeit laufen muss. Ah, ein bisschen schneller können wir, wenn wir am Mausrad drehen, ne? Stimmt, wir können nur nicht sprinten, aber wir können das Maximum rausholen an quasi Laufgeschwindigkeit. Attention. This is a CDF call to action for the Stanton system at the request of the UEE Navy. All pilots, existing CDF members, are to report for duty. Contact me, SAIC Rowena Dooley, to receive a detailed briefing. So, pass auf, stellen wir die Kiste jetzt hier ab. Können wir sonst jetzt nochmal bitte looten? Ach, come on. Ich dachte doch, das Ding verarscht mich. Was habe ich euch gesagt? Sobald ich an meiner eigenen Leiche bin, geht es wieder nicht mehr. Ich hab's euch gesagt. Na gut. Dann rennen wir mal. Oder laufen. Geschwind. Unserer Spirit. Und bringen das Kistchen weg. So, mach auf. Sehr schön. Und dann stellen wir das Kistchen. Nee, nicht nehmen. Ach Gott. Und ich sollte dir einfach nur abstellen. Nein, auch das möchte ich nicht. Du sollst es einfach... ja. Danke. Perfekt. So. Okay. Naja, gut. Weiter geht's. Letztes Paket. Irgendwo da hinten. So, warte, einmal probier es noch. Alle guten Dinge sind drei. Hey, wir könnten so viel looten hier. Wir haben Kisten im Raumschiff. Ich könnte mit dem scheiß Traktor-Beam eine Kiste hier rauszerren. Und dann könnten wir die ganzen Rüstungen in die scheiß Kiste reintun. Alle. Alle, die hier rumliegen. Nein, Spiel möchte nicht. Nope, es geht nicht. Ich geb's auf. Ich will einfach nur noch weg hier. Verbinde mit diesem Ort. Unglück. Ein Absturz. Ne, ein Absturz. Ein Tod. Leichen, die sich nicht looten lassen. Kaputte Taschenlampe. Und ähnliches. Ist aber auch ganz schön dunkel hier. Aber ich glaube, dass alle tot sind. Sonst noch irgendwas Cooles? Nicht wirklich was. Na gut, wir nehmen das Paket und hauen ab. Immerhin können wir die scheiß Pakete aufheben. Das wäre es noch gewesen, wenn das auch verbuggt gewesen wäre. Das wäre es echt noch gewesen. Hallo, Leiche. Naja, schade. Wir müssen uns diesen Ort aber mal merken. Ich würde den gerne nochmal irgendwann später erkunden. Vorzugsweise am Tag. Irgendwie sieht das nämlich ziemlich cool hier aus. Ja, jetzt bin ich irgendwie, habe ich keinen Bock mehr hier zu bleiben. Aber wir kommen, glaube ich, auf jeden Fall nochmal wieder. Möchte ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen.
Hat irgendwie was hier der Ort. Ist eigentlich, ist auch eine sehr gute Stimmung bei Nacht, aber ja, man sieht halt so wenig. Der Tag ist, glaube ich, noch mal ein bisschen cooler. Naja, gut. So, letzte Paket. Das Gute ist, wir müssen die ganzen Pakete auch nur zu einem bringen, glaube ich. Das ist sehr, sehr nice. So, wir machen gleich mal zu, dass wir noch irgendwie eine böse Überraschung erleben. So, Pakete am Start. Wir haben nicht mal eine Heilungsdings dabei. Na egal, brauchen wir jetzt auch nicht. Nee, warte mal, wir müssen alle Pakete woanders hin bringen. Das wird uns nur das Ziel angezeigt für die, für das Paket, was wir in der Hand haben, glaube ich, ne? Lass uns mal gucken. Ja, okay, wir müssen es zu drei verschiedenen. Nee, doch, zu drei verschiedenen Dingern bringen, okay. Dann lass uns erstmal nach 298. 839. 298, 839. Kann ich das so finden? Nö. Yari Kaltag Research Outpost. Alles da. Okay. Ayari Alltag Research Outpost. Okay, da müssen wir hin. Alles klar. Kriegen wir hin. So. Ups, das war falsch. War ja schon an. So, macht's gut, Jungs und Mädels. Wir sehen uns wieder. Früher oder später. Erstmal raus aus der Atmosphäre und dann schauen wir weiter. Wir müssen schon mal so grob Richtung Ziel orientieren. Ja, mal gucken. Achso, wir haben die Dinger noch drin. Deswegen waren wir so langsam. Vergesse ich manchmal. So, na komm. Dann brauchen wir noch, bis wir raus sind hier. Aus der Atmosphäre. Noch ein bisschen. Hier diesen, dieses. Ach, ist das so ein großes Lager, wo wir die irgendwie bringen müssen, die Pakete. Ich bin irritiert, dass wir das an drei verschiedene Nummern bringen sollen, aber die alle an dem gleichen Ort sind. Naja, schauen wir mal. So. Gut. Da müssen wir hin. Beziehungsweise Microtech. Nee. Nee. Doch, eigentlich müssen wir hier hin. Ach, das ist schon. Warte mal.
schon wieder maximal irritiert. Wie klappt das denn mit der Route hier nicht? Warum nicht? Wir müssen erst da hoch, ja. Pass auf, wir springen erstmal zu dem Comma-Ray hier. Irgendwie ist es schon wieder weird. So. Hier, springen wir da hin. So, und jetzt, wie ist das nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Rayari Kaltak Research. Rayari Kaltak Research Outpost. So. Wurde mir doch vorhin gar nicht angezeigt, oder? Ach, keine Ahnung. Egal. Wir haben es ja hinbekommen. Kann man eigentlich auch mal die Mission wieder annehmen? Manchmal habe ich das Gefühl, die bringt das irgendwie durcheinander oder so. Eigentlich müssten wir direkt mal durch die Mission hingelotst werden. Werden wir auch, aber das hat ja vorhin irgendwie auch nicht funktioniert mit dem Sprung. Na, jetzt geht's. Perfekt. Auf! Und davon! Jetzt bin ich gespannt, wo wir die ganzen Pakete abgeben müssen. Ich habe immer noch keinen Traktorstrahlen. Oh, das heißt, ich muss die jetzt alle per Hand dahin schleifen. Na egal. Kriegen wir schon hin. So, jetzt bin ich gespannt, was ich da mit den Paketen mache. Muss ich die alle nur in so eine Paketstation schmeißen? Oder muss ich die wirklich an drei verschiedene Orte bringen? Da standen ja so komische Nummern, und da lasse ich Paketnummern. Ich glaube, nächste Folge besuchen wir das Ding dann nochmal. Die Ghost Hollows. Irgendwie fand ich es da ziemlich cool. War jetzt ein bisschen enttäuscht, dass alle Gegner schon tot waren. Meine Sachen nicht wieder looten konnte. Und ja, es dunkel war. War sehr enttäuschend. Sehr, sehr, sehr. Das macht mich sehr traurig. Wirklich. So. Wir fahren hier schon mal die Dinger langsam aus und klappen das mal hoch und dann geht's mal ran da auf den Mäder. So, wir bremsen mal ein bisschen ein hier und lass uns mal hier ein bisschen umgucken. Wo will ich jetzt am besten landen? Wo ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ich die Pakete hinbringen muss? Ja, beziehungsweise ich weiß eigentlich, wo ich die Pakete hinbringen muss. Da. Okay, perfekt. Dann landen wir mal mit dem Rücken nach hier. So. Perfekt. Sehr schön. Gut. Dann schauen wir uns die Pakete. Ich glaube, wir müssen die einfach in so einen scheiß Automaten schmeißen. Das wird's gewesen sein. Gib mal her, das gute Ding. Ich
Ich glaube, nächste Folge raiden wir mal dieses Ghost Hollow Ding. A, muss ich meine Ehre wiederherstellen, weil ich jämmerlich dämlich gestorben bin. Aufgrund von Dummheit. Und B, sieht das noch ziemlich viel Loot auf. Oh Gott, Spieler. Das ist mein erster Spieler, den ich außerhalb der Raumstation sehe. Holy shit. Und wir haben unser Schiff offen gelassen. Ich hoffe, da fliegt jetzt nicht gleich unser Crusader weg. Das wäre echt. Das wäre es wieder. Das wäre es wirklich. Ich sehe es schon kommen. Pass auf, ich komme da gleich raus. Und, nee, nicht abholen, aufgeben. Sorry. Morning. Or afternoon. Ja, grüß dich. Hallo? Nee, so wird das nix. So. Okay, Paket 1. So, war das meine Crusader, die da gerade weggeflogen ist? Warte mal, eine Lieferung haben wir doch jetzt aber schon abgeschlossen, oder nicht? Ach Gott. Warum sagt der Lieferung 0 von 3 abgeschlossen? Was ist denn jetzt da schon wieder los? So, ach so, warte mal. Abgeben. Oder was? Was ist dein fucking Problem? Ist jetzt auch verbuggt hier? Leck mich doch gewaltig, mein Freundchen. So, wir stellen die Kiste jetzt erstmal hier hin. 298839. So, pass auf. 298839. Aufgeben. 298839. Platzieren. Anfrage wird verarbeitet. Aha, geht doch. Danke. Ich habe schon an mir selbst gezweifelt. So, gut. Und? Oh, alles klar. Mein Schiff ist noch da. Ein Wunder. Bin überrascht. Eigentlich hätte ich jetzt damit gerechnet, dass es weg ist. Na klar. Wir müssen erstmal ordentlich auf die Schnauze fallen. Minus 112 Grad. Ist auch ein bisschen frisch hier draußen schon wieder. So, okay, wir machen es jetzt wie folgendermaßen. Sicher ist sicher. Ich gehe kein weiteres Risiko ein. Hallo? Ah ja. Ist auch schon wieder maximal windig hier draußen. Vom Allerfeinsten. Na klar. Na sicher doch. Am besten fliegt das Paket jetzt noch gleich weg und ich muss 8 Kilometer hinterher laufen. So. Ihr beruhigt euch jetzt mal hier mit eurem Wind. Nein, nicht schon wieder auf die Schnauze fallen. Ganz ruhig. Nein. Du schaffst das. Wir haben es gleich geschafft. Da vorne ist der Eingang. Ob auf diesem Mond noch immer so stürmisch sein muss, ne? Könnte daran liegen, dass die Dinger wahrscheinlich keine Atmosphäre haben. Obwohl, würde auch keinen Sinn machen, dann ist ja da kein Wind, oder? Ja, das macht irgendwie auch keinen Sinn. So. Gut. Hi there. Grüß dich. Na, möchtest du mein Paket annehmen? Ein Traum. Nur noch eins. Komm gleich nochmal wieder.
So, das letzte Paket wartet auf uns. Und einmal bitte mitkommen ins Paket. Zack. Einmal zumachen noch. Ein letztes Mal. Und dafür kriegen wir wie viel? 12k. Okay, ich glaube, die Ausrüstung, die wir verloren haben, weil wir unseren Toten oder unsere Toten-Charaktere nicht mehr looten konnten, war deutlich höher. Aber naja, egal. Zum Glück spielt Geld keine Rolle aktuell in dem Spiel hier. Weil, ja, egal. Wird eh alles irgendwann zurückgesetzt und wir haben ja aktuell noch sowieso genug Geld. Und können uns natürlich ja jederzeit auch einfach Geld verdienen, wenn es knapp wird. Von daher passt das schon. So, letztes. Wie viel Geld haben wir? 940.000. Auftrag abgeschlossen. Ein Traum. 952.000. Sehr schön. Man muss alles kontrollieren. Nachher bescheißen die uns auch oder so. Tja. Wäre ich jetzt gemein, würde ich hier einfach den ganzen Laden ausrauben. Aber du hast Glück, das geht glaube ich nicht. Frage, die ich mir stelle. Sollten wir uns ein bisschen was zum Handeln mitnehmen? Tungsten. Corundum. Beryl. Quarz. Ist hier irgendwas von wertvoll? Ich würde jetzt auf der einen Seite nachgucken. Aber ich würde sagen, wir kaufen einfach mal ein bisschen von dem Barrel hier. So. Ich will es nicht übertreiben. Huch. So ein bisschen. Wir brauchen ja noch. Huch, wir brauchen ja noch ein bisschen Platz, um den ganzen Looten in der nächsten Folge einlagern zu können, wenn wir nach Dings nochmal fliegen. Und dann nehmen wir das mit und fliegen wieder nach Hirsten oder so und verkaufen das da. Ich hoffe, dass es dafür auf Hirsten viel Geld gibt. Wir müssen uns mal merken, wir kaufen das jetzt für fast 50.000 Euro. Merken wir uns. Ein kleiner Nebenverdienst. Okay, akzeptieren, alles klar. 50.000 Euro im Schiff. Dann schauen wir mal. Vielleicht können wir das auch irgendwo anders verkaufen. Müsste ich mal vielleicht dann online gucken, wo man das gut verkaufen kann. Vielleicht liegt ja irgendwas noch auf dem Weg nach Hirsten, wo wir mal einen kleinen Zwischenhalt machen. Aber nächste Folge erstmal zurück zu Ghost Hollow und uns revanchieren bzw. rächen für den Ärger, den die uns da bereitet haben. Okay, man könnte argumentieren, ich war selbst schuld an allem, aber das spielt jetzt keine Rolle. So, sehr schön. Okay. Ein Traum. Es wird voll langsam hier drinnen. Machen wir schön noch die Kisten mit Loot voll. Vielleicht gehen wir dann nochmal ein bisschen meinen. Wichtig ist nur, dass wir nicht abstürzen, weil sonst ist alles weg. Das wäre wirklich, wirklich ganz praktisch. Gut, eigentlich würde ich jetzt nach Microtech runterfliegen, aber ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir zur Raumstation fliegen. Da sind wir nämlich schneller wieder im Weltall. Dementsprechend starten wir mal. Und heben mal ab. Dann schauen wir mal, dass wir da eine gute Route finden. Richtung Achso. Landegear ist noch draußen. Das vergesse ich irgendwie immer. So, zeig mal her. Wir müssen nach. Ich habe jetzt gerade den Dings drin. Den Tempomat quasi.
Wo ist denn die Raumstation aktuell? Hier, Port Tressler. Gute. Let's go. Sehr schön. Dann wollen wir da mal hin. Wo müssen wir lang? Irgendwo da. Okay. Visier an, lad auf und dann let's go. So, da. Das Schiff sicher parken. Uns nochmal eventuell auch ein bisschen neu ausrüsten. Ich würde nämlich gern nochmal meinen Helm switchen. Vielleicht haben wir hier auch ein cooles Pistölchen für uns. Was wir vielleicht nochmal ein bisschen kaufen könnten. Wir haben ja das Gewehr, aber ich hätte gerne auch eine Pistole dazu. Gerade für enge Räume ist eine Pistole eigentlich besser, weil da bleibt man nicht so an den Ecken hängen oder so. Kann unter Umständen ein bisschen nervig sein. Und wir müssen da ja auch rein dann. So, genau. Klapp du mal hoch. Oh, warte mal, wir müssen ganz dringend den Tempomaten ausmachen. Das ist nämlich richtig scheiße, wenn man das vergisst. Dann wundert man sich nämlich, warum das Raumschiff sich so komisch steuert. So, warte mal, was hat er jetzt gesagt? Wo müssen wir hin? Nicht aufgepasst, Kollege. Nö, kein Kamera-Ray. Weiß gar nicht, waren wir hier schon mal eigentlich im Port Tressler? Ah ja, ich glaube schon, wir wissen, hier sind irgendwo die ganzen Landedinger, ne? Beruhig dich mal. Habe ich schon eine Landefreigabe? Irgendwas hat er doch eben erzählt. Oh ne, hatte ich noch gar nicht. Okay. Dann hatte mich das nur irritiert. Dachte ich irgendwie kurzzeitig. So, Hangar 4. Wie kommen wir da ran? Ach, da hinten einfach von der Seite. Okay, verstehe. Ist ja gut jetzt, wir machen das mal aus hier. Das nervt ja. So. Nachteil ist, oh Gott, nach rechts und nach links ist echt schwierig gegenzuhalten, wenn man die Dinger unten hat. Aber es geht. So, rein da. Wie sieht das aus? Das soll eigentlich ganz gut aussehen, oder? Lassen wir da überhaupt rein? Das sieht schon wieder so eng aus. Holy shit. Na, ich bin gespannt. Aber ich habe auch immer eine falsche Wahrnehmung irgendwie. Hallo? Was ist das? Ja, gerade so. Boah, guck dir mal das Schiff an. Ist ja voll beschädigt. Was ist mit dem Ding passiert? Oben drauf. Hallo? Ah ja, kurz ein bisschen Angst gehabt. Dass wir hier irgendwo rausglitschen. Okay. Ist das akzeptabel? Kannst du die Türen schließen? Ja, ne? Oder so, willst du, dass ich noch ein bisschen weiter nach vorne fliege? Kann auch noch ein bisschen weiter nach vorne fliegen, wenn du das gern möchtest. Naja, komm, warte, wir fliegen immer ein Stück weiter nach vorne. Hört ihr das so? Machst du die Türen zu oder willst du nicht? Naja, mach doch was du willst. Bleib halt offen. Wir müssen erstmal reparieren hier. Sieht ja schrecklich aus, unser Schiff. So, tanken machen wir auch gleich alles voll. Und dann sollte das passen. So. Okay. Na komm.
So, ein Traum. Gut, dann gehen wir rein. Packen das Schiff ein. Und nächste Folge sehen wir uns dann wieder und werden, wie gesagt, zurück nach Ghost Hollow fliegen. Und uns... Oh. 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 Was ist denn hier passiert? Oh oh. Nicht, dass das Ding gleich kaputt geht. Oh oh. Komm schnell. Oh Gott, ich habe Angst. Deswegen geht das Tor auch nicht zu. Wie haben wir das denn schon wieder geschafft? Dass wir vergessen haben, die Dinger auszufahren. Und ich wundere mich noch, warum das Tor nicht schließt. Ja, danke. Holy shit. Achso, warte mal. Eigentlich können wir es wahrscheinlich gleich nochmal reparieren, was? Moment, noch mal gucken. Oh Mann, hat das jetzt Schaden dadurch bekommen? Oh Gott, ey. Hätten wir das nicht gesehen. Vielleicht wäre dann das Schiff explodiert, bis wir es eingeparkt hätten. Ne, hat aber scheinbar keinen Schaden bekommen. Warum hat er das Ding nicht voll gemacht? Warum sieht das so scheiße von oben aus, das Schiff? Was ist da passiert? Gehen wir mal, wie das aussieht. Willst du mir sagen, dass das nicht kaputt ist? Verarsche mich doch. Ich habe Geld dafür bezahlt, dass ihr das repariert. Und ihr wollt ihr sagen, das ist eure Leistung? Das ist euer Anspruch? Das, mein Schiff sieht aus wie Scheiße. Mann, 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 Mann. Man wird überall nur noch betrogen. Ich sag's euch. Die Raumschiff-Werkstätten sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. So, Tür zu. Und dann, ja, hoch. Wo war ich denn jetzt eben stehen geblieben, bevor ich festgestellt habe, dass ich unser Raumschiff ein bisschen seltsam geparkt habe? Ja, ich glaube, einfach bei der Verabschiedung. Genau, nächste Folge, wie gesagt, nochmal nach Ghost Hollow bei Tag. Ich werde das so arrangieren, dass wir uns da bei Tag umsehen und dann machen wir uns da mal ordentlich die Kisten voll mit Loot. Und im Anschluss werden wir irgendwie so Richtung Hörsten oder so aufbrechen und das ganze Kram verkaufen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao.